Wir sind alarmiert worden, weil in dem Betrieb hier die Brandmeldeanlage ausgelöst hat. Zusammen mit Kräften aus West-Lattbergen und Saarbeck sind wir nach AAO, also Alarm- und Ausrückeordnung, hier angefahren und haben festgestellt, dass tatsächlich ein Feuer im Gebäude war. Auf einem Transportband haben Pappabfälle gebrannt, die in eine Presse reinlaufen sollten, und dadurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Wir haben im ersten Angriff entsprechende Trupps vorgeschickt, um die genaue Ursache zu erkunden, den genauen Brandort zu erkunden. Dann wurde kontrolliert, dass der Brandabschnitt zum eigentlichen Unternehmensbereich gesichert ist. Und dann haben wir eben klassisch mit einer Brandbekämpfung angefangen. Da der Einsatz technisch relativ aufwendig ist, haben wir die Kräfte hier vor Ort belassen, um auch die Atemschutzgeräteträger regelmäßig auszuwechseln, was bei dieser Witterung ja auch dem Gesundheitsschutz der Kollegen und Kameraden geht. Wir hatten insgesamt dann 6 Züge alarmiert, also 2 eben aus überörtlich, wie es vorgesehen ist. Und aus Gräfen selber sind wir mit 4 Zügen dann hier vor Ort.